Hey Leute, es kam die Frage auf, ob man seine besuchten Systeme aus dem Zeitstrahl mittels JSON-Editor löschen kann. Das geht natürlich und ich habe es auch entdeckt, wo es ist und es geht relativ einfach. Wobei ich wirklich sagen muss, das basiert natürlich auf eurer eigenen Gefahr. Macht euch vorher auf jeden Fall ein Sicherungssafe für den Fall, dass da was schief läuft. Ich habe hier den JSON-Editor mal aufgemacht und habe hier meinen Slot 2 im kreativen Mode mit dem Safe 3 geöffnet und gehe auf Edit und dann auf Edit Raw JSON. So, hier habt ihr dann die kompletten Files aus eurem Safe, das sind fast 400.000. Da wird es also ein bisschen müßig sein, es zu finden, wenn man die Suchparameter nicht weiß. So haben die Jungs da einen Baum gemacht und hier gibt es ein dieses Player State Data, das macht ihr auf und scrollt dann langsam runter, bis ihr unten zu Visited Systems kommt. Ihr seht schon, es ist hier die ganzen Seeds, jeder Seed steht für ein System. Man kann leider nur nicht sehen, wie der Name ist. Das ist natürlich schon ein bisschen kontraproduktiv. Wenn ihr das einfach rauslöschen wollt oder komplett löschen wollt, markiert ihr einfach ein paar von diesen Seeds oder auch alle, lasst aber bitte die Klammern, die am Anfang und am Ende sind, bitte offen. Ich habe hier schon ein paar rausgelöscht, weil ich ein paar Versuche gemacht habe. Ja, nachdem ihr das gemacht habt, entfernt ihr das einfach, schließt den Raw JSON wieder. Dann wird man gefragt, ob man das speichern möchte. Man sagt ja und speichert hier zusätzlich nochmal für diesen Safer nochmals. Damit wird das Ganze dann übernommen und dann sollten die entsprechenden Files dann im Spiel weg sein. Wenn man alle löscht, ich habe mal alle gelöscht, mal ausprobiert, dann bleiben trotzdem aus irgendwelchen Gründen noch ein paar Systeme offen. Wahrscheinlich ist das so eine Sicherungsgeschichte, aber man löscht definitiv die Systeme raus. Okay, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.